Ich möchte uns zu Anfang noch eine Bibelstelle lesen, und zwar aus dem 1. Korinther 10, der Vers 11. Da heißt es: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Das ist ja aus dem 1. Korinther 10, und wir haben das gerade schon in der Lesung gehört, diesen Abschnitt. Der Janek hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, auch im Gebet. Wir haben hier das Alte Testament, und hier sagt die Bibelstelle, all diese Dinge im Alten Testament, die wir lesen, manche denken ja, das ist sehr trocken, ist es überhaupt nicht, sondern das sind Dinge, die uns zum Vorbild geschrieben wurden. Das heißt, es sind Schattenbilder, dass wir daraus lernen dürfen. Also all die Dinge, die im Alten Testament geschehen sind, sind Dinge, von denen wir das Gute lernen dürfen und auch natürlich das Schlechte. Und hier heißt es eben, dass diese Dinge uns auch zur Warnung geschrieben wurden. Diese Dinge sind im Alten Testament zur Warnung geschrieben, das heißt aber nicht, dass wir jetzt das angucken und ängstlich sind, dass wir jetzt verunsichert sind, sondern wir sollen daraus lernen. Wir dürfen lernen, wenn jemand was Gutes gemacht hat, das machen wir nach, und wenn jemand was Schlechtes gemacht hat, dann müssen wir gucken, dass wir es eben besser machen. Und ich denke, das ist mein ganz zentrales Anliegen heute Morgen. Wisst ihr, es geht ja darum, in diesem Gottesdienst, um den Herrn Jesus Christus. Und er hat uns errettet. Er hat uns befreit aus der Finsternis. Und ihm folgen wir jetzt nach. Ich denke, das ist etwas so Wunderbares. Und ich denke, das vergessen wir manchmal, dass Sünder gerechtfertigt werden durch Jesu Blut, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben. Das ist etwas Wunderbares. Und es gibt natürlich, und das ist unser Problem hier auf der Erde, einen, der uns von diesem kostbaren Schatz immer wieder abbringen möchte. Und das ist der Teufel. Gell? Da müssen wir uns nichts vormachen. Und deswegen ist dieses Alte Testament uns zur Warnung gegeben, dass wir eben nicht vom Weg abkommen, dass wir nicht in die Irre gehen, sondern dass wir bis zum Tod oder bis der Herr Jesus wiederkommt, dass wir eng an ihm bleiben. Und ich sage es mal, was gibt Schöneres an, als an Jesus zu bleiben? Gell? Er ist ja ein wunderbarer Herr. Und deswegen wollen wir aus dem Alten Testament heute lernen, heute Morgen. Und wir wollen anhand in 2. Könige, da ist die Geschichte des Königs Ahas geschrieben. Und da wollen wir lernen, wir wollen uns den zur Warnung nehmen. Aber wie schon gesagt, nicht, dass wir dann sagen, oh, wie schrecklich, sondern wir wollen es besser machen. Dass wir am Herrn Jesus Christus wirklich dranbleiben. Und dazu möchte ich mal lesen aus dem 2. Könige 16, ich möchte mal die ersten 4 Verse nur lesen. Und zwar heißt es da, im 17. Jahr Pekachs, des Sohnes Remajas, wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs in Juda. Der Ahas, der war 20 Jahre, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem, und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Denn er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Soweit mal diese 4 Verse, und wir sehen hier mal im Kontext, da geht es um den König Ahas. Und der König Ahas, der ist ja König von Juda. Gell? Wir wissen aus der Bibel, dass Israel, das Volk Israel, unter Salomo ein wunderbares Reich hatte. Aber Salomo ist ja dann durch den Götzendienst, durch die Frauen, ist er ja nach und nach abgefallen. Und das hat dazu geführt, dass Gott dieses Israel geteilt hatte, dieses Volk. Einmal ins Nordvolk Israel. Und diese Israel mit der Hauptstadt Samaria und einmal ins Südreich Juda, gell, da hat es auch Könige gegeben. Und dieses Nordreich, das hatte durchgehend Könige, die waren alle böse. Gell. Israel, Könige, alle böse. Und Juda, da gab es gute Könige, gab es aber auch schlechte Könige. Und hier lesen wir eben von einem, der hat es eben nicht so gut gemacht. Gell. Der hat alles andere als Gott gedient. Und dieser Ahas, von dem wir heute lernen wollen, der war 20 Jahre. Und er tat eben, was nicht recht war in den Augen des Herrn. Jetzt müssen wir schon mal aufhören, wir als Gläubigen, sagen, ja, was hat denn der gemacht, was ich dann später besser machen soll? Und da heißt es in Vers 3 und Vers 4,
Er wandelte auf dem Weg der Könige von Israels. Und wir wissen, Israels Könige waren alle schlecht. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Also dieser Ahas, der hat wirklich böse Dinge gemacht, gell? Er war ja aus dem Volk, aus dem Stamm Juda, und er hat ja gewusst eigentlich, wer Gott ist. Und Gott hat ganz klar gesagt, was hat er gesagt? Ihr sollt nicht die Dinge praktizieren, die die Heiden machen. Vor allem nicht solche schrecklichen Dinge, wie eure Kinder durchs Feuer gehen lassen. Gell, wir lesen im 3. Mose, dass Gott es ganz klar verboten hatte. Das hatten damals die Heiden gemacht. Das war ein Götzendienst. Da hat man lebendige Babys ins Feuer gemacht, der Gottheit Moloch hieß es, und hat die geopfert. Gell? Hat man gedacht, das ist jetzt was Rechtes vor den Göttern. Ich denke, das hört sich schon für unseren Menschenverstand ziemlich schrecklich an, oder? Dass man seine eigenen Kinder, die Babys, ins Feuer gibt. Da sagt man doch, das ist ja irre. Naja, ich würde mal sagen, dass 100.000 Babys, die in Deutschland jedes Jahr abgetrieben werden, auch nicht viel besser sind. Gell? Also das siehst du wieder, so arg sind die Zeiten auch nicht anders. Aber jetzt sehen wir eben, dass dieser Ahas, er macht einen Götzendienst. Gell? Wir lassen unsere Kinder ja nicht durchs Feuer gehen. Aber was ist denn unser Götzendienst heute im 21. Jahrhundert? Könnte man jetzt fragen, das ist ja eigentlich sehr einleuchtend. Alle falschen Religionen, die es heute gibt, sind ja Götzendienst, gell? Sei es, du siehst, wie im Islam die Menschen sich zu Tausenden, zu Millionen nach Mekka pilgern und dort eine falsche Gottheit anbeten, gell? Hinduismus, Buddhismus, all diese Dinge sind ja in den Augen der Christenheit, der Bibel, sind das Falsche. Das ist Götzendienst, was halt ist, gell? Wir haben aber nicht nur diese Religionen, sondern wir haben auch, früher war es der Kommunismus, ist auch eine Glaubensart, gell? Wir haben den Atheismus, dass man letztendlich sagt, es gibt keinen Gott, ist auch ein Götzendienst. Man betet sich dann selbst an, man hat den Materialismus, wo man letztendlich nur aufs Materielle schaut, ob Geld oder all das, ist auch eine Form von Atheismus. Also das ist eigentlich ein ganz einleuchtender Götzendienst, den wir heute auch noch haben. Es gibt aber auch einen Götzendienst, der ist nicht so offensichtlich für Christen, gell? Wobei, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Stufe runtergehst, zum Beispiel die Esoterik heute, Okkultismus, da siehst du ja schon letztendlich, wie auch gerade in der Esoterik, christliche Elemente mit reingenommen werden, gell? Und die Leute sagen, oh, das ist ja toll, das ist ja auch irgendwie christlich, da gibt es ja auch einen Jesus und da gibt es ja auch Engel. Vorsicht, sagt die Bibel, das ist genau so ein Götzendienst, gell? Wahrsagerei, Horoskope. Wisst ihr, als ich Auszubildender war, 16, da habe ich jeden Morgen Horoskope gelesen, die kamen da im Fernsehen. Wieso habe ich sie nicht gelesen? Das haben sie mir gesagt, gell? Das war jeden Morgen, habe ich Horoskope gesehen, gell? Und da hat es mir, entweder war der Tag gut oder eben der Tag schlecht. Das hat mich beeinflusst, gell? Katastrophe. Laut dem Alten Testament hätte man mich dafür gesteinigt. Da müssen wir uns mal ganz klar machen, das ist Götzendienst vor Gott. Das sind keine Dinge, mit denen ein Christ auch spielt. Gell? Wenn sowas ist, auch Horoskope, Wahrsagerei, das muss aus dem Leben vom Christ ganz klar raus. Wir haben heute zum Beispiel auch Halloween, diese Dinge, wo man letztendlich Dämonen anbetet, auch wenn man es gar nicht weiß. Die Dinge sind alle Götzendienste. Gell? Jetzt gehen wir noch eine Stufe runter. Selbst eine Hostie, die man anbetet, gell? Das ist ein Stück Brot. Das sagt man dann, das ist der Leib Christi, der wird verwandelt, jeden Sonntag aufs Neue. Das ist Götzendienst, gell? Das ist nicht biblisch, da muss man aufpassen. Auch das, da beten Leute, da gehen die Leute durch Dörfer, da ziehen sie mit dieser Oblade rum und beten das an. Das ist genau so ein Götzendienst, das muss uns ganz klar sein. Gell? Das ist nicht der Christus aus der Bibel. Ich denke, für einen Christen sind diese Dinge, sollten sie offensichtlich sein. Gell? Aber was ich jetzt, hier heißt es in Vers 4, der Ahas, oder in Vers 3 heißt es, er ließ die Dinge durchs Feuer gehen. Einmal, das ist offensichtlich, aber es heißt auch in Vers 4, er räucherte auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Das ist ja erstmal etwas Schönes, oder? Die grünen Bäume, wenn man da so räuchert und einen Götzendienst macht. Wisst ihr, das ist ein Bild dafür. Ich würde es deuten auf die Sünden der Christen, mit denen man doch so ein bisschen spielt. Das sind so unsere Lieblingssünden. Ja, ist denn ein grüner Baum böse, wenn man da räuchert?
Könnte man doch erstmal sagen, nö. Wie ist das denn in unserem Leben? Haben wir nicht auch so diese Lieblingssünden, wo wir wissen eigentlich, ja, das sind schon Sünden, die der Herr nicht mag, aber naja, bei einem selbst ist man immer ein bisschen großzügiger. Was ist denn zum Beispiel mit der Lüge, mit der Habgier, wenn ich in meinem Leben zum Beispiel geizig bin? Geiz, sagt die Bibel, ist eine Sünde. Ja, ich soll nicht geizig sein. Die Bibel sagt aber auf der anderen Seite, ich soll nicht mit meinem Geld rausschmeißen und Raubbau treiben. Das ist nämlich Habsucht. Gell? Was ist denn mit den Dingen in unserem Leben, wo wir so denken, ja, das sind halt unsere Schwächen. Wisst ihr, ihr habt mich heute Morgen auch schon wieder erwischt in eine Sünde. Könntest du jetzt sagen, das ist jetzt nicht die Welt. Aber es ist ein Tick bei mir. Ich merke, es ist eine Sünde und da bin ich gar nicht so radikal damit. Wisst ihr, das muss raus. Der Herr Jesus will uns doch verwandeln. Gell? Und so sind es diese grünen Bäume, diese Sünden, wo wir dann sagen, naja, Neid, Lästerung, Wut, Zorn. Aber es ist auch Sünde. Und der Herr Jesus möchte auch diese Dinge aus unserem Leben weghaben. Wisst ihr, in 5. Mose, da ist dieses Bild, wo Israel das Land einnehmen soll, das Gott ihnen verheißen hat. Und da sagt er zu dem Volk Israel, ist ein Schattenbild wieder auf uns, auf die Gläubigen. Er sagt, ihr sollt das Land jetzt einnehmen. Und er sagt, alle Städte, wo die Heidenvölker, die aus eurem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Und er sagt dann, ihr sollt die Gedenksteine zerstören, ihr sollt die Aschera-Standbilder mit Feuer zerschlagen, die geschnitzten Bilder und ihre Götter und rottet ihren Namen aus von jeder Stätte. Also hier sagt Gott zum Volk Israel, wenn ihr ins verheißene Land kommt, dann sollt ihr alles ausrotten, was Götzendienst ist. Ja, sollt die ganzen Götzen wegschlagen. Vorsicht! Wir sind im Neuen Bund, wir sollen jetzt nicht losschlagen, gell, und Götzen ausrotten, das soll man nicht tun. Aber es ist wieder ein Schattenbild auf uns. Wir sollen letztendlich auch diese grünen Sünden, diese nette Sünde, die auch wir mit rumtragen, ich rede jetzt nicht von anderen Götzen wie Islam und Horoskope, denen sollen wir keine Chance geben. Wir sollen sie wirklich ausrotten, gell, nach und nach mit der Hilfe des Herrn, auch die kleine Lieblingssünde, weil der Herr möchte uns ja immer ihm ähnlicher machen. Und deswegen ist das schöne Schattenbild, wir sollen einfach kompromisslos sein mit den Dingen. Und auch ich, Sven, mit den Dingen wie Lieblosigkeit, die müssen raus. Ja? Mehr Freude im Leben. Das sind meine Dinge, die muss ich ändern. Und mit der Hilfe des Herrn nehme ich das auch ein. Wir sollen keine Kompromisse machen mit diesen Götzen. Ja? Sei es die offensichtlichen oder die nebensächlichen. Bekehrung ist letztendlich weg von den Götzen. Das ist auch mein Ich. Mein Ich kann auch Götze sein und hin zu Gott. Das ist was ganz Wunderbares. Und da möchte uns der Herr Jesus wirklich befreien. Und wir haben vor 2 Wochen gesehen, Römer 6, wir sind doch gestorben. Den Grundsätzen dieser Welt, unserem Ich, sind wir doch gestorben. Wir sind begraben und jetzt leben wir doch in einem neuen Leben. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Und ich denke, der Herr Jesus geht mit uns. Er möchte es weghaben. Das ist das Erste. Und ich darf dich mal fragen, wo hast du in deinem Leben und ich noch Bindungen, die Gott nicht möchte? Ganz praktisch lese ich jetzt jeden Morgen noch das Horoskop, dann würde ich sagen, das brauchst du nicht mehr. Gell? Das ist nichts, was du machen solltest. Aber auch die kleine Sünde, leg sie ihm auf den Altar. Wenn du ungeduldig bist, leg sie ihm hin. Wenn du zornig bist, leg sie ihm hin. Tu Buße drüber und er verändert uns. Gell? Und so weiß jeder in eurem Leben, wenn der Heilige Geist euch anstachelt, auch durchs Bibellesen, da hast du vielleicht noch einen Fleck, der muss einfach raus. Und dann hilft er das, der Herr Jesus. Das ist das Erste, was ich heute Morgen sagen will, Warnung vor Praktiken oder Götzen, die Gott verboten hat. Das ist das Erste, was der Ahas tut, gell? Und da müssen wir sagen, das wollen wir nicht mehr. Jetzt wollen wir zum zweiten Punkt kommen, nämlich Warnung vor falschen Kompromissen. Gell? Das Erste, das ist jetzt, baut drauf an. Das Erste ist auch ein Kompromiss, wenn ich das mache. Aber jetzt kommt das Zweite, Warnung vor falschen Kompromissen. Da geht es in Vers 5 und 6, den möchte ich jetzt gar nicht lesen. Ich fasse ihn kurz zusammen. Dieser Ahas, der hat jetzt ein Problem. Denn jetzt kommen Menschen zu ihm, der König von Aram und der König von Israel, und will Krieg gegen Juda führen und diesen Ahas. Gell? Also dieser Ahas hat jetzt Kämpfe.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt auch wieder als Schattenbild auf uns. Auch wir haben doch unsere Kämpfe, oder? Wenn du geistlich gehen willst mit dem Herrn Jesus, wirst du Kämpfe haben. Und die Bibel sagt auch ganz klar, wir befinden uns in einem Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Das heißt, du hast immer Anfechtungen. Wenn du lau mit Gott gehst oder nur so halb fromm, dann wirst du auch wenig Kämpfe haben. Aber wenn du wirklich dem Herrn Jesus nachfolgst, dann wirst du Kämpfe haben in deinem Leben. Und deswegen sagt auch Judas 3, wir sollen für den Glauben kämpfen. Das ist ein Kampf. Bis wir beim Herrn Jesus sind, ist der Glaube ein Kampf. Und in diesem Bild steht jetzt dieser Ahas. Er hat Kämpfe zu bestehen. Gell? Da kommt jetzt der König von Aram und der König von Israel und will gegen diesen König kämpfen. Was soll jetzt dieser Ahas machen? Was soll ich und du machen, wenn wir Kämpfe haben? Wir sollen zu Gott gehen in erster Linie. Wir sollen Gott bitten, dass er für uns kämpft. Und das hat er uns auch verheißen. Aber jetzt kommt etwas und jetzt dürfen wir wieder lernen von Ahas. Er macht nämlich etwas Fatales. Er geht nämlich zum weltlichen König, er geht zur Welt, er macht Kompromisse und fragt den König von Assyrien, ich lese mal ab Vers 7, Ahas aber sandte Boten zu Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, er sagt es zum weltlichen König, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und errette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israels, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das ich im Haus des Herrn in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Nochmal, der Ahas hat einen Kampf zu bestehen. Und jetzt macht dieser Ahas Folgendes. Er geht zum weltlichen König und sagt, hilf mir, du kannst mich doch erretten von denen. Und wisst ihr, wie er das macht? Er macht Anleihen bei diesem König von Assyrien. Er gibt ihm nämlich Silber und Gold aus der Schatzkammer Gottes. Er macht Anleihen. Kennt ihr das bei der Bank? Wenn du Anleihen machst, dann stehst du in der Schuld. Er gibt ihm Silber und Gold. Das sind Schattenbilder wieder auf uns. Was ist das Wesen Gottes am Alten Testament ausgedrückt? Ist Gold. Gold steht für Gott im Alten Testament. Wenn du 3. Mose liest, Gold steht für das Wesen Gottes. Ja? Alles, was Gold ist, war das Wesen Gottes. Im Schattenbild heißt es, dieser Ahas macht Kompromisse im Wesen Gottes, in seiner Heiligkeit. Er geht jetzt zur Welt und holt sich Rat von der Welt. Er holt sich Hilfe von der Welt. Und er gibt diesem König auch Silber. Was ist das Bild für Silber in der Bibel? Auch wieder ein Schattenbild. Ich habe mich lang gefragt, was ist das Silber? Guck ich, Psalm 12, da heißt es über das Silber, die Worte des Herrn sind reine Worte. Es geht um das Wort Gottes. In irdenen Tiegeln geschmolzenes Silber, 7-mal geläutert. Das heißt, die Bibel sagt dir, Silber ist ein Bild für das Wort Gottes. Es ist 7-mal geläutert. Ja? Wenn man jetzt als Schattenbild nimmt, was macht Ahas? Er gibt das Wesen Gottes preis, er gibt dem weltlichen König Gold und er gibt das Wort Gottes preis, er gibt ihm Silber. Versteht ihr, was ich meine? Er fängt an, am Wort Gottes rumzuschneiden. Wisst ihr, Geschwister, jetzt kann man sagen, das war damals. Heute ist genau dasselbe. Die Gemeinde Gottes gibt oft sich preis, indem sie bei der Welt Anleihen holt, bei Ungläubigen, bei Frommen, die nicht nach der Bibel gehen, und gibt somit das Wesen Gottes preis. Und sie gibt vor allem das Silber preis. Die Bibel wird preisgegeben. Und wir haben heute einen sehr großen Pragmatismus in unserer Christenheit. Pragmatismus heißt, ich suche gemeinsame kleinste Nenner mit anderen, auch mit der Welt, mit Geschwistern und gucke dann, dass wir trotzdem Gott dienen können. Die Bibel sagt, das ist Anleihen bei der Welt machen. Das ist Rumschnippeln am Wort Gottes, es ist Rumschnippeln an der Heiligkeit.
Wisst ihr, als Christen, Geschwister, das ist mir so wichtig. Ich habe diese Predigt, ich wollte sie gar nicht predigen. Ich habe was ganz anderes vorgehabt. Und am Freitag sagt mir Gott, dieser Text ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Am Freitag sagt er mir auf einmal, du musst das predigen. Hätte mir das am Montag gesagt, wäre nicht so schlimm gewesen. Aber am Freitag das Predigen, da ist ein bisschen im Zugzwang, gell? Aber mir ist das so wichtig. Wisst ihr, wir haben heute eine Christenheit, ich sage das mal so offen, die Pragmatismus betreibt auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist, und dann machst du Abstriche am Wort Gottes und am Wesen Gottes. Die Bibel sagt nicht umsonst in Jeremia 17, 5, verflucht ist, wer Fleisch zu seinem Arm macht. Wisst ihr, am Anfang habe ich gesagt, es geht um Jesus. Wir sollen ihm nachfolgen. Das ist das Köstliche, was es gibt. Und wisst ihr was, jetzt bin ich egoistisch, davon will ich nicht wegkommen. Weder links noch rechts. Aber jetzt kommt der Teufel und sagt mir, mach doch ein paar Anleihe bei dieser Welt. Geh doch nicht ganz so streng, geh doch ein bisschen nach links oder rechts, hol dir doch jemand rein. Wisst ihr, ich bin so erstaunt, auch von mir selbst und auch von den Gläubigen. Wisst ihr, ich sage, oder ich hoffe zumindest, dass ihr sagt, das Wort Gottes ist meine Richtschnur fürs Leben und für den Glaube. Ja. Das ist wirklich, das meine Richtschnur ist. Aber wisst ihr, ich merke das auch, das ist eine Sache, das zu sagen, und ich hoffe, dafür steht diese Gemeinde auch, aber das dann auch zu tun, ist nochmal etwas anderes. Wirklich das umzusetzen. Zum Beispiel, in 2. Korinther 6 steht auch ein Wort in der Bibel, das wollen die Gläubigen nicht hören, aber es ist auch ein biblisches Wort. Da heißt es zum Beispiel, geh nicht unter einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das heißt, du sollst nicht in eine Arbeitsgemeinschaft gehen mit Menschen, die der Bibel nicht folgen, sondern irgendwelche anderen Dinge. Das heißt, ich darf mit diesen Dingen nicht zusammenarbeiten. Ja, glauben wir das, wenn das da steht? Oder ist das zu hart? Wisst ihr, jetzt kannst du ja sagen, wie der König Ahas, so genau nehme ich es nicht. Ich nehme Anleihen bei der Welt und es funktioniert schon. Wisst ihr uns was? Es funktioniert wirklich. Denn in Vers 9, wenn wir wieder in unseren Ausgangstext gehen, da heißt es nämlich, und der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog herauf nach Damaskus und nahm es ein und führte die Leute gefangen nach Kir und tötete Rezin. Das heißt, dieser weltliche König, der hilft dem Ahas wirklich. Ja, die Feinde rottet er aus. Also das heißt, es funktioniert. Wenn du Anleihen bei der Welt machst, wenn du Kompromisse machst, dann funktioniert es. Das ist Pragmatismus, es funktioniert. Aber die Frage ist, ist das Wille Gottes? Geschwister, woher kommt es? Ich bin gut in der Zeit. Woher kommt es? Wisst ihr, wie mich treibt es um? Wisst ihr, wir wollen doch alle dem Herrn Jesus nachfolgen, oder? Das ist doch unser kostbarer Schatz. Woher kommt es, dass eure Christenheit, die ihr Christus auch nachfolgen will, so viel Kompromisse macht? Wisst ihr, woher es kommt? Der Jeremia sagt uns das in Jeremia 2, Vers 8. Da heißt es, die Priester, und das waren ja die, die eingesetzt waren von Gott, um das Volk Gottes zu leiten, ja, das sind die Hirten. Die Priester fragen nicht, wo ist der Herr? Die fragen ganz andere Dinge. Aber sie fragen nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Wisst ihr, da ist das ganze Problem. Wir haben heute eine Christenheit, ich meine das im Ganzen, gell? Wo die Priester und die Propheten und die Hirten aufstehen und alles andere machen, nur nicht das, was das Wort Gottes sagt. Nämlich Einfalt auf das hören, was der Herr sagt. Und was sagt er? Mach keine Kompromisse mit Ungläubigen. Wir machen heute keinen Unterschied mehr zwischen dem, was heilig ist und unheilig. Wir gucken nur, funktioniert es und funktioniert es nicht. Wisst ihr, und jetzt sage ich das mal ganz persönlich, ich möchte vom Herrn Jesus nicht weggezogen werden. Ich möchte in der Einfalt des Herrn Jesus Christus laufen. Ich möchte mich total zurücknehmen und einfach nur sagen, Herr Jesus, was willst du?
Und ich will nicht auf die Menschen gucken draußen, die mir sagen, so sollst du es machen, so sollst du Kompromisse machen. Und ich wünsche mir das für uns und für euch, dass wir genau so denken, in der Einfalt des Christus, dass wir sagen, nur so, wie es das Wort Gottes will. Ich frage es jetzt mal ganz hart raus. Dürfen wir heute, wir als Gläubige, Kompromisse machen mit zum Beispiel Menschen, die Jesus plus sagen, also Jesus und Werke, Jesus und den siebten Tag halte, Sabbat zum Beispiel, wie die Adventisten, dürfen wir mit Menschen Kompromisse machen, die Werke und Hostien anbieten? Ist das der Wille Gottes? Dürfen wir mit Menschen zusammenarbeiten, die sagen, heute, das sind neue Apostel, wir sind die von Gott eingesetzten Apostel. Sie sagt zum Beispiel die Neuapostolische Kirche. Ist das recht, wenn ich dann das mitmache? Nur weil es dem Zeitgeist entspricht. Wisst ihr, es gibt einen Prediger, der hat eine Sache gesagt, das geht mir nicht aus dem Kopf. Er sagte damals, oder er fragte, waren unsere geistlichen Väter damals die Narren, die gesagt haben, wir machen in dieser Sache keine Kompromisse. Wir sterben sogar für unseren Glauben, wenn es notwendig ist. Aber wir bleiben bei Christus allein und das Wort Gottes allein. Waren das die Narren oder sind wir heute vielleicht die Narren? Gell, das ist eine Dings, die frage ich mich wirklich. Aber ich denke, ich habe für mich eine Antwort gefunden. Was passiert, jetzt kommen wir zum letzten Teil, wir gehen in den dritten Teil, was passiert, wenn wir uns in diesen Dingen nicht abgrenzen? Nicht gesetzlich abgrenzen, sondern biblisch abgrenzen. Wirklich nüchtern bleiben und sagen, Herr Jesus, so wie du es willst, was passiert, wenn wir es nicht machen? Passiert was Ungeheures, das ist nämlich der dritte Punkt. Dann passiert nämlich Warnung vor falscher Anbetung. Gell? Jetzt dürfen wir das dritte Punkt für uns, sind wir in Gefahr, vielleicht falsch anzubeten? Und das passiert in Vers 10 jetzt, ich lese auch nicht alles mehr, aber jetzt passiert Folgendes. Der König hat den Ahas befreit, der König von Assyrien, es hat funktioniert. Was macht jetzt der Ahas? Da zog der König Ahas dem Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien, entgegen nach Damaskus. Das heißt, der Ahas geht jetzt ins fremde Land, zu der Heide. Und was macht er da? Und als er den Altar sah, die hatte nämlich auch einen Altar, nämlich einen Götzenaltar, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas zum Priester Uriah ein Abbild des Altars, und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht hatte. Jetzt kommt etwas Fatales. Dieser Ahas hat gesagt, gesehen, es funktioniert. Jetzt geht er nach Damaskus, der sieht, die beten ja auch an, die sind ja auch fromm. Wisst ihr, Gefahr? Er sah es. Er sah, dass da ein Altar steht. Eva hat auch gesehen, dass da was ist. Und der David hat auch Bathseba gesehen. Was passiert dann? Katastrophe. Und jetzt sieht dieser Ahas ein Altar. Und was macht er? Er sagt zu seinem Gehilfspriester, du musst genau so einen Götzendienerpriester, genau dasselbe Abbild machen und bring ihn zu uns nach Israel, nach Juda, nach Jerusalem. Und dann wollen wir mit diesem Altar anbeten. Ist das gefährlich? Weil er soll diesen Altar, diesen Götzenaltar genau so machen. Das heißt, er soll ihn imitieren. Du merkst überhaupt gar nicht, dass da etwas ist, was falsch ist. Wisst ihr, und dann kommt so die Zweifel. Wisst ihr, wenn du nicht mehr merkst, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Funktioniert das nicht auch? Ist ja auch ein Altar? Können doch auch Gott anbeten? Da fängst du auf einmal an zu zweifeln und sagst, vielleicht funktioniert es ja doch. So geht es mir zum Beispiel. Das ist die Schlange, wo dann sagt, ja, soll Gott wirklich gesagt haben, dass das, was der Ahas macht, Götzendienst ist. Es funktioniert doch. Da fängst du an, auf einmal zu zweifeln. Wisst ihr, und dann passiert was in Vers 12 und 13. Das lese ich noch und dann sind wir auch schon gleich fertig. Die nehmen jetzt diesen fremden Altar und bringe ihn nach Jerusalem ins wahre Heiligtum und stelle ihn genau daneben. Und dann fängt es an. Sie verbrannten darauf seine Brandopfer, Speisopfer, goss Trankopfer darauf und sprengte das Blut des Friedensopfers, die er da brachte, auf den Altar. Die machen genau das Gleiche, imitieren sie, wie damals Mose das dem Volk Israel gesagt hat. Aber es ist falsch, es ist nicht echt.
Und wisst ihr, was dann rauskommt in Vers 14? Aber den ehernen Altar, das war der wirkliche Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar mit dem Haus des Herrn, und stellte ihn nördlich vom Altar auf die Seite. Wisst ihr, jetzt passiert eine Sache. Da kommt ein neuer Altar rein, eine Imitation, und der echte Altar, der wird beiseite gerückt. Und keiner schreit auf. Ich hoffe, dass meine Predigt heute ein bisschen zum Aufschrei nutzt. Wisst ihr, wir müssen lernen, das Falsche vom Echten zu unterscheiden. Warum? Ja, weil wir jetzt die Heiligen aus Dierdorf sind, weil wir die Echten sind? Nö. Wisst ihr, das geht mir gar nicht darum. Aber ich nehme das Wort Gottes ernst. Und das Wort Gottes sagt mir für die Endzeit, und da leben wir, Offenbarung 17, 18, dass es eine Welteinheitsreligion gibt, nämlich die Hure Babylon, wo alle zusammenkommen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, und die werden alle sagen, sie dienen Gott und sie wollen alle, das haben wir in Assisi gehabt, 96, wo alle zusammenkamen und zu einem Gott gebetet haben. Entschuldigung, was hat der Buddhist denn oder eine Hinduist mit dem wahren Gott zu tun? Nix. Wisst ihr, und das wird darauf hinauslaufen. Wir haben eben heute schon diese Tendenz, dass man sagt, ist eben alles nicht so schlimm. Die glauben ja auch ein bisschen so, wie wir denken. Entschuldigung, das tun sie überhaupt nicht. Wisst ihr, und darum geht es mir heute Morgen, dass unser Blick geschult wird. Nicht, dass wir die Besseren sind, sondern dass wir einfältig dem Herrn Jesus nachlaufen. Dass wir uns nicht einlassen in solche ökumenische Bestrebungen. Und die kommen, die werden kommen. Und wenn du sagst, nö, das wollen wir nicht. Wisst ihr, die Zeugen Jehovas, die sind ja überhaupt keine Christenheit, aber die sind wenigstens ehrlich. Die sagen, mit der Ökumene wollen wir nichts zu tun haben, denn wir sind die Wahren. Sind sie natürlich nicht, aber sie sind wenigstens ehrlich. Gell? Die Neuapostole haben zum Beispiel vor Jahren gesagt, oh, Ökumene nix, heute sind sie dabei. 2017 war der Kirchentag, wer war dabei? Auf einmal die Mormonen waren dabei. Die Mormonen, also wisst ihr, wenn man die Mormonen schon einlädt, da kann ich mir nur noch an den Kopf fassen. Wisst ihr, und jetzt, mir geht es heute Morgen darum, nicht ich bin der Sven und ich bin der Biblischste von allen, nein, aber ich möchte uns, dass wir reif werden, sagen, Jesus allein, so wie er es gesagt hat. Wir wollen nicht die Böse sein, wir wollen die sein, die treu dem Wort Gottes sind. Gell? Was heißt das für mich praktisch? Ich komme zum Schluss. Ich habe aufgezeigt, Warnung vor Kompromissen einmal, Warnung vor Götzendienst, Horoskop und so Zeugs. Aber ich denke, naja, aber auch die kleine Sünde, die müssen raus, gell? Mit der Hilfe des Herrn. Dann Warnung vor Kompromissen. Achtung, wo stehen wir, wo stehst du? Und das führt dazu, Warnung vor falscher Anbetung. Dass wir gucken, wen bete ich mir an? Jesus allein oder Jesus und? Aber was mache ich jetzt? Ganz praktisch, ganz kurz noch, was soll ich jetzt tun als einfältiger Gläubiger? Was soll ich tun? Rumschießen, dass ich biblisch? Nein, gar nicht. Aber was mache ich? Apostelgeschichte 5, 29 heißt es, da sagte Petrus, wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. Wisst ihr, und ich muss einfach für mich den Entschluss fassen, auch wenn mich alle für den Buhmann halten, ich darf nicht bös werden, ich darf auch nicht lieblos werden, aber ich möchte Gott mehr gehorchen als der Mensch. Durchs Wort Gottes. Und das ist mein, das wünsche ich mir für dich, dass du sagst, Jesus allein. Mehr auf ihn gehorchen als den Menschen. Das heißt, ich mache mir bewusst, er ist der Herr, er sagt, wie es zu laufen hat, und ich bin der einfache Knecht. Wisst ihr, mein kleines Leben, ich bin doch froh, dass ich ihn habe. Und jetzt folge ich ihm nach wie ein kleiner, hilfloser Mensch. Und mache einfach nur, Herr Jesus, was sagst du, was sagst du nicht? Okay, wie ein Kind, gell? So will ich leben. Wir müssen aufpassen, in Offenbarung 3 steht, was sollst du tun? Am Namen Jesus festhalten und an seinem Wort nicht verleugnen. Das ist für dich dein Programm, wenn du Jesus nachfolgen willst. Ganz allein, einfältig. Wir müssen nach Johannes 15 ganz nah an ihm bleiben, sonst fangen wir nämlich vielleicht auch an, rechts vom Pferd zu fallen und zu streng zu werden, das dürfen wir auch nicht. Nö, was du sagst, Herr. Und das ist der letzte Punkt, nicht über das Geschriebene hinausgehen. Nicht im Denken über das Geschriebene hinausgehen, heißt wörtlich. Geschwister, diese Gemeinde hier soll stehen, fürs Wort Gottes,
und dass wir nicht drüber hinausgehen. Und wenn alle sagen, wir sind böse, dass wir ein gutes Gewissen haben und sagen, aber steht doch geschrieben. Und wenn sie mich fortlocken wollen zum König von Assyrien, muss ich sagen, Entschuldigung, ich folge dem Lamm nach, wohin es geht und nicht euch. Wie mache ich das? In Bruderliebe, mit einem weiten Herz. Jeder, der mit Jesus verbunden ist, ist mein Bruder. Aber ich prüfe auch die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn dann sagt mir das Wort Gottes genauso. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir das tun. Gerade in der Endzeit. Denn wir werden eine Zeit erleben, wenn du sagst, du folgst Jesus allein und du lebst es auch, du sagst es nicht nur mit dem Mund, dann werden sie kommen und sagen, du bist aber böse, du bist aber eng, du bist aber engstirnig. Geschwister, ich wünsche mir, dass wir nicht zusammenklappen, sondern dass wir standhaft stehen, in Liebe, dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir leben in einer Zeit, die irgendwie so komisch ist, ja, wo dir jeder sagt, was du tun sollst und was du nicht tun sollst, Herr Jesus. Wir wollen einfach einfältig auf dich blicken, Herr. Du hast uns erkauft, wir gehören dir, wir haben keine Rechte mehr an uns selbst, sondern wir wollen nachfolgen, wohin du gehst. Und das bitte ich dich, Herr Jesus, dass du mit uns zum Ziel kommst, dass wir wirklich in Einfältigkeit dir nachfolgen. Und keine Kompromisse machen, dass wir ein weites Herz haben für jeden, dass wir aber auch sagen, und hier nicht weiter. Bitte ich, Herr Jesus, dass du uns dabei hilfst und mit jedem zum Ziel kommst. Amen.